Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Commentary. Dieses Commentary nehme ich sozusagen genau davor auf, bevor ich in Urlaub wegfahre. Denn wie vielleicht schon einige, die auf Twitter mir folgen, wissen, bin ich seit dem letzten Freitag im Urlaub und zwar in Griechenland. Vielleicht werdet ihr von dort noch ein kleines Zusammenschnittvideo sehen von allen möglichen Landschaftsaufnahmen und was aus der ganzen Gegend, wo wir dann da so rumfahren dann wahrscheinlich. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, dann werde ich daran das schon sehen. Aber besser schreibt es mir einfach in die Kommentare, weil da sehe ich dann explizit, ihr wollt es haben und naja, mit Daumen nach oben. Ist immer so eine Sache. Ja, das wollte ich nur mal kurz ankündigen. In der nächsten Zeit werden vielleicht auch nicht ganz so viele Videos kommen. Ja, je nachdem, wie viel ich jetzt noch schaffe, hier aufzunehmen. Es könnte gut sein, dass etwa eine Woche lang dann keine Videos kommen, aber länger wird es auf keinen Fall. Danach bin ich dann auch wieder zurück. Ich habe jetzt schon einiges vorproduziert und das sollte dann eigentlich auch relativ klappen. Kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Videos. Vor einiger Zeit hat ja das Projekt Varo 3 gestartet und da haben schon mal ein Haufen Leute ihr Feedback zu Varo 3 gegeben, beziehungsweise mal ihren Senf zum Projekt dazu gegeben. Eigentlich wollte ich das damals auch machen und ich habe es ja auch so ein bisschen gemacht in dieser Einfrag-Wolre-Video-Dingens da. Und ich habe mal gedacht, ich könnte das Ganze hier mal zu einem kleinen Commentary ausweiten. Denn auch wenn Varo 3 jetzt schon so langsam, vielleicht sobald dieses Video auch schon hochgeladen wurde, auch vielleicht schon zu Ende ist, auf jeden Fall sich jetzt so dem Ende zuneigt, muss ich sagen, ich habe bisher nur eine einzige Folge des Projekts angeschaut und das war eine der ersten Folgen von Broken Thumbs. Wieso, könnte man sich jetzt natürlich fragen. Die Antwort habe ich auch schon damals im Frag-Wolre-Video gefragt. Das Ganze ist einfach immer nur noch dasselbe. Das Ganze hat mich mal dazu gebracht, ja, ich könnte mal dazu ein kleines Commentary machen. Fangen wir mal in der Urzeit dieser Projekte an. Wie hat das Ganze angefangen? Solche Massenprojekte, wo wirklich tausende YouTuber drin sind, war das erste so ziemlich das Mega-Projekt. Was ja damals auch Mega-Projekt hieß, weil da mega viele Leute drin sind, wenn man denn so will. Und das Ganze war damals auch echt eine gute Idee, denn sowas gab es davor noch fast gar nichts. Ein Projekt, wo 20 YouTuber drin sind, das war damals was ganz Neues. Heutzutage gibt es sowas an jeder Ecke. Naja, auf jeden Fall nach dem Mega-Projekt haben diese ganzen großen YouTuber dann Hero gebracht. Das Ganze war wieder mit einem Modpack und hatte auch eine neue Idee mit lauter verschiedenen Städten und sowas. Das war echt eine coole Idee damals auch. Und damals gab es auch noch kaum Kritik an Hero, denn Hero war wieder mal eine neue Sache, wo man echt sagen konnte, yo, da haben sie sich was einfallen lassen. Die haben dann eigentlich nochmal was draufgelegt mit dem Projekt Aura, meiner Meinung nach, an Innovationen. Da haben sie sich nochmal was Neues ausgedacht, haben das Spielprinzip, was schon gut bekannt ist, aus Skyblocks haben sie abgewandelt zu einer richtigen Stadt. Haben damit auf jeden Fall auch ein sehr unterhaltsames Projekt hingelegt. Vor allem auch mit diesen ganzen PvP-Events und so, fand ich auf jeden Fall auch noch sehr gut. Und auch als Varo 1 gestartet ist damals, fand ich die Idee noch gar nicht schlecht. Ist im Prinzip halt einfach sowas wie eine überdimensionale Survival-Games-Runde. Ich fand die Idee wirklich nicht schlecht und ich muss auch sagen, Varo 1 habe ich auch sehr aktiv mitverfolgt und habe es auch ein bisschen gehypt. Als der Varo 2 schon kam, habe ich schon gedacht, naja, ich weiß es auch nicht. Ist irgendwie doch nicht dasselbe wie nochmal ein neues, innovatives Projekt der ganzen großen YouTuber. Irgendwie ein bisschen schade, dass sie sich nicht was Neues haben einverlassen, sondern einfach das genau dasselbe Spielprinzip nochmal gebracht haben. Und als es Varo 3 gestartet ist, habe ich einfach gedacht, nee, ich habe jetzt nicht mehr wirklich Lust, nochmal zum dritten Mal genau dasselbe anzuschauen. Nur vielleicht mit anderen Teamnamen und vielleicht einem bisschen veränderten Plugin. Ich finde es ehrlich gesagt insgesamt ziemlich schade, dass es irgendwie nicht mehr wirklich neue Projekte von diesen ganzen großen YouTubern gibt, sondern nur noch so kleine Abspaltungen wie zum Beispiel Desperado. Minecraft Leben gab es ja auch zwischendrin mal, auch wenn das ziemlich schnell den Bach runterging. Und Desperado ist auch nicht mehr unbedingt so lang gelaufen. Trotzdem wollte ich diesen Projekten mal ein kleines Lob aussprechen. Ja, sie sind mal ein bisschen was anders als der ganze andere Mainstream-Kack, was heutzutage also sowieso nur noch Varo 3 ist, weil andere Projekte gibt es ja scheinbar kaum noch, die wirklich alle großen YouTuber mitmachen. Ja, und wie sieht es denn eigentlich so mit meinen Projekten aus? Ich muss ja sagen, ich hatte auf meinem Kanal noch nicht wirklich viele richtige Projekte. Ich hatte früher mal eine lange Zeit ein Take It Light Together Let's Play. Das Ganze war aber ziemlich scheiße und ich kann keinem von hier empfehlen, das noch anzuschauen. Wenn ihr es nicht kennt, dann sucht am besten auch gar nicht mehr danach. Na, danach kam als erstes ein richtiges Projekt, in dem ich so mitgemacht habe, was tatsächlich 2 Jahre, nachdem ich mit YouTube angefangen habe, erst gestartet hat. War so Good Life Adventure. Das ist das erste sozusagen, mit dem ich sozusagen hier richtig zufrieden bin mit dem ersten Projekt auf meinem Kanal. Und Good Life Adventure, muss man halt sagen, war halt eine gute Idee, wurde dann nicht so gut umgesetzt. Danach kam jetzt dann Skylife und das Ganze hat ein bisschen plötzlich geendet. Vielleicht wissen von euch viele noch gar nicht, dass es unbedingt zu Ende ist. Vielleicht wissen von euch auch viele gar nicht mehr, was Skylife überhaupt ist. Skylife war sozusagen ja dieses Himmelsprojekt, wo wir im Himmel waren. Das Ganze war auch jetzt
jetzt eher eine spontane Idee und wir haben gesagt, hey, komm, machen wir mal so ein Übergangsprojekt, bis das neue große Projekt startet. Aber auch das war irgendwie was Innovatives und was, wo wenigstens man sagen konnte, das haben noch nicht jeder genau so gemacht. Und genauso auch Good Life Adventure. Das Ganze hat jetzt auch natürlich auch diese Standard-Städtebauprinzip, aber wir hatten wenigstens eine Idee, die nicht so ist wie überall anders. Wir hatten das mit diesen Dungeon Explorern, wir hatten das, man musste Emeralds abbauen, um sich wertvolle Rohstoffe zu kaufen, man konnte die nicht einfach so finden. Das Ganze war einfach so ein bisschen was anders. Genauso ist auch mit Lost Tides. Das ist ein Roleplay-Projekt. Das Ganze ist es vielleicht, könnten jetzt die einen oder anderen sagen, ein bisschen von Desperado abgeschaut. Das Ganze ist aber nicht. Denn darf nur nicht allzu viel verraten, weil das große Projekt, was wir angekündigt haben, ist nicht Lost Tides, sondern das kommt noch. Das ist sozusagen Project D. Unter diesem Codenamen wird das Ganze hier noch gehandhabt, weil wir den offiziellen Namen noch nicht preisgeben dürfen. Das Ganze kommt auch noch. Das wird auch was richtig Innovatives. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch eine ähnliche Roleplay-Sache wie Lost Tides, nur nochmal viel krasser eben. Aber auch Lost Tides hat irgendwie eine eigene Idee und auch das neue Projekt, was eben denn noch kommt, hat eine Idee, wie sie es eigentlich noch nicht so unbedingt gab. Und das Ganze, finde ich, das sollte jedes Projekt irgendwie haben. Klar gab es jetzt schon einige Sachen, aber dass einem jetzt schon die Ideen ausgehen, weiß ich ja auch nicht so unbedingt. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr irgendwie immer noch Varo-Fans? Und wenn ja, schaut ihr es gerne an? Oder wieso schaut ihr es gerne an? Oder stört es euch denn gar nicht, dass es immer wieder dasselbe ist? Ich bin auf jeden Fall offen für jede Meinung. Ich habe jetzt nur mal meine Meinung hier präsentiert. Ich finde es einfach nicht so cool, wenn man immer wieder nur dasselbe bringt, aber da gibt es sicherlich auch verschiedene Meinungen. Ich würde sonst mal sagen, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Ansonsten nicht. Ich würde mal sagen, schreibt nochmal in die Kommentare, ob ihr so einen Zusammenschnitt meines Urlaubs sozusagen sehen wollt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.